Bist du okay? Hörst du mich? Ja. Damals sind wir mit einem blauen Auge davon gekommen. Diese Becky Benz. Damals. Wie ist es diesmal? Kannst du aufstehen? Diesmal? Vergiss es. Konzentriere dich jetzt erstmal nur auf dich selbst. Also, schaffst du es? Kannst versuchen. Und? Vorsicht. Langsam. Ganz langsam. Brauchst du mir nicht sagen. Hey. Wer bist du? Wer ist das? Ich bin dein Herr und Gebieter. Hallo? Psycho. Komm, Cloud. Psycho. Ja, komm, Monitor wippt, ey. Kapitel 8, das Wiedersehen. Alles in Ordnung mit dir? Hallo. Frau Blumenverkäuferin. Willkommen zurück. Na, wieder wach? Wer bist du? Aeris. Und du? Wie heißt du? Noch eine Frau in seinem Leben. So trifft man sich wieder. Kennen wir uns etwa? Was? Du erinnerst dich nicht? Komm schon, die Blume. Ah, das Blumenmädchen. Wo bin ich? In der Kirche der Slums, Sektor 5. Du bist einfach so vom Himmel gefallen. Das war ein Schreck. Du hattest Glück, du bist auf meinen Blumen gelandet. Hä? Gut, was? Das sind deine Blumen? Tut mir leid. Mach dir nichts draus. Die Blumen sind hart im Nehmen. Dieser Ort gibt ihnen nämlich Kraft. Hey, Cloud. Du hast was verloren. Oh. Ich habe auch so eine. Materia sind ja auch nicht wirklich selten. Aber meine ist etwas ganz Besonderes. Sie ist nämlich vollkommen nutzlos. Ist vollkommen nutzlos. Du weißt nur nicht, wie man sie benutzt. Kann schon sein. Aber das ist auch nicht schlimm. Ich fühle mich sicherer, wenn ich sie bei mir trage. Meine Mutter hat sie mir nämlich gegeben. Hey, das ist schon unser zweites Treffen. Zeit, sich besser kennenzulernen. Ihr wisst, was beim dritten Treffen passiert, oder? Juhu! Oh Gott. Na dann. Ich störe doch nicht, oder? Und wer bist du? Das ist mein Bodyguard. Er ist Soldat. Hä? Ein Soldat? Ex-Soldat. Ah, ja. Marco Orden. Als Söldner machst du doch sowas sicher. Nicht, mein Bodyguard? Hä? Wegen dem Schwert, dachte ich. Sag schon ja, bitte. Ja, gut. Er soll nicht gebeten werden. Klar, warum nicht? Aber das kostet. Du bekommst ein Date mit mir. Hä? Okay. Ein echter Soldat, ja? Welcher Rang? Erster. Jetzt mach dich mal nicht lächerlich. Du und Rang 1. Tretet ja nicht auf die Blumen! Hast du gehört? Dauert nicht lange. Dann mach! Hör mal, Alter! Ihre Bodyguards sind immer noch hier! Ach, wirklich? Wann habt ihr mich denn bitte mal beschützt? Das ist Betriebsgeheimnis, meine Liebe. Hey, schickt mal Verstärkung. Hallo.
dass ihr es geschafft habt. Alter. Ich bin volle Kraft. Das wird so nicht. Au. Wo ist er denn? Da oben sitzt er. Jämmerlicher Haufen. Lust habe ich ja nicht, aber jetzt bin ich am Zug. Kann ich denn sowas aus kontern? Komm schon. Was ist denn aus deinem großen Getöne geworden? Hey, jetzt zieh dich nicht so. Ja, der Feuerball muss aber auch erstmal laden. Ich erwische ihn ja nicht, damit das schneller lädt. Der brennt nicht lange. Das kann ja nicht sein, dass wir ihn nur so besiegen. Du bist ziemlich hartnäckig. Aber als Profi habe ich Spaß. Das ist schön. Spaß haben ist am wichtigsten. Lass uns etwas Spaß zusammen haben. Etwas näher. Oder hast du kürzlich Schiss gekriegt? Verdammt. Zu viel für den Soldat. Ich kann auch nicht ausweichen. Sieh jetzt bloß nicht den Schwanz ein. Oh, Limit. Das war's dann. Glückstreffer. Also in den Kämpfen bin ich noch nicht sehr, bin ich nicht gut. Du verstehst das nicht, Mann. Ich wollte doch nur... Was zum... Wie ist das? Kommandant! Sind Sie verletzt? Lasst mich und schnappt sie euch gefälligst. Jawohl. Ich habe so das Gefühl, die wollen uns beschützen, die Dinger. Dieses Mal. Greifen sie uns gar nicht an. Hey, aufwachen! Los. Hierher. Oh, guck mal, da hinten. Warum kann ich da nicht rein? Ich will da rein. Was soll das? Sie scheinen sich uns in den Weg zu stellen. Ich will das da haben. Vielleicht sollten wir nach oben. Warum gibt der mit wem kann ich da nicht ran? Oh, jetzt kann ich. Sie sind weg. Sie sind weg. Sie sind weg. Sie sind weg. Ach nein! Wie doof ist das denn? Wie soll man da rankommen? Warte mal, kann ich mit Kommandos irgendwas machen? Warte. Nee, ich kann nur heilen. Von dort kommen wir hoch aufs Dach. Hast recht. Durch das Loch dort. Ja, aber... Hallo, Steuerung. Es hat mich beschützt. Beeilung.
hier kommen wir auch nicht mehr runter. Also seltsam. Ich verstehe nicht, wieso wir da nicht rankommen. Ach, jetzt funktioniert die Kamerasteuerung, okay. Also die Kamerasteuerung ist manchmal ein bisschen grausam, muss ich sagen. Oh, das habe ich ja schon oft genug jetzt schon gesagt, da kann man nicht lang. Lass mich vorgehen. Nimm meine Hand. Wo sind Sie? Dort oben! Sie. Dann seid ihr so gut wie erledigt. Jawohl. Wir brauchen sie lebend. Was ist das? Lauf weg! Keine Bewegung! Nicht schießen, habe ich gesagt. Ja, aber... Wenn ich den abtrenne... Sollte gehen. Was soll das werden? Wir kommen nicht ran! Was ist das? Magie? Hm. Oh, ja, gut. Ich hätte sich doch mal eine Pistole anschaffen sollen. Magie in der Luft, genau. Langsam kriege ich ein bisschen Hunger, muss ich sagen. Jetzt! Okay! Warte! Da drüben! Ja, Mann, dreh dich doch mal, Junge! Alter, du bist so ein Bewegungslegastheniker. Du hast schon mitbekommen, dass auf dich geschossen wird, oder? Hä? Aber wir sollen da rüber, oder was? Ja gut, schön, dass du mir das jetzt auch schon sagst. Mann, Junge! Alter! Die Steuerung. Mach doch mal was! Ich bewege mich in eine Richtung. Warum bewegst du dich denn immer nach links und rechts? Ich habe den Stick in eine Richtung. Alter, die Jungs sind ja schlimmer als Sturmtruppler. Treffen ja gar nichts. Vielen Dank. Verschwinden wir. Cloud, hilf mir mal. Ich hätte aber schon das Material da unten das Ding gerne gehabt. So nervig, warum ich das nicht kriege. Ja. Irgendwie runter? Nee. Sie sind aufs Dach geflogen. Ihnen nach? Maki in der Luft. Achso, jetzt habe ich verstanden. Aber sie entkommen! Ich habe zum Glück genau den richtigen Mann für diese Aufgabe. Aua, 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 aua. Tut das weh? Hier sind auch welche. Hoffentlich greifen sie uns nicht an. Bleib dicht bei mir. Oh,
Du starker Mann. Ja, ich kann nicht wieder runter. Keine Ahnung, wie wir an das Ding kommen. Wachmacher. Dort drüben. Schnell, bevor sie uns einholen. Treten den Rückzug an. Haben wohl aufgegeben. Sie sind einfach verschwunden. Was wollten die nur? Kamera, jetzt geht's. Ach, vergiss es. Ich weiß auch. Jetzt geht's wieder. Komm, gehen wir. Vom Dach aus haben wir bestimmt eine bessere Sicht. Da, dort hinten neben dem Pfeiler ist der Bahnhof, Cloud. Was ist? Gehen wir? Ja. Und was hast du jetzt so vor? Fürs Erste beschütze ich dich weiter. Das hatte ich gehofft. Und danach gehe ich in die Slums von Sektor 7 zurück. Kennst du denn den Weg dorthin? Klar. Ach, wirklich? Dieser Typ in dem Anzug vorhin, der gehörte doch zu Shinra's Turks. Was wollen die denn von dir? Keine Ahnung. Vielleicht suchen sie Rekruten für Soldat. Sowas machen die Turks doch, oder? Das ist nur ein Teil ihrer Aufgaben. Aber sie sind auch Shinras Leute fürs Grobe und schrecken vor Gewalt nicht zurück. Erpressung und versuchte Entführung haben wir ja heute schon gesehen. Zurück zu meiner Frage. Was hat jemand wie du mit so einem Kerl zu schaffen? Sah aus, als kanntet ihr euch. Keine Ahnung. Vielleicht wollen sie ja mich für Soldat rekrutieren. Vergiss es. Hey, nicht eingeschnappt sein. Ich hab gedacht, bei mir klopft einer. Dieser Ausblick. Ehrlich gesagt, bin ich heute zum ersten Mal hier oben. Das überrascht mich nicht. Also, ich finde das Ganze ja unheimlich spannend. Das lässt irgendwann nach. Er ist immer so kriescremig eingestellt. Ich glaube, der will, dass wir da oben lang gehen. Warte! Nun warte doch mal! Was denn? Jetzt renn doch nicht die ganze Zeit vor. Ich komme ja gar nicht hinterher. Und dich soll man für Soldat rekrutieren wollen? Fies bist du auch. Er ist ein bisschen fies. Hat sie recht. Ein bisschen quampi. Weißt du, läuft er mit so einem hübschen Mädel rum? Oder benimmt er sich so? Wohnt in diesem Viertel eigentlich niemand? Die Häuser sind alle verlassen. Wir stören niemanden. Die ist ja völlig verrostet. Lass mich vorgehen. Die Leiter ist ziemlich alt. Pass auf. Ja, ja. Huch. Vorsicht! Jetzt bleib mal locker, Cloud. So leicht falle ich schon nicht runter. Oh nein! War so klar. Wollen wir sie hängen lassen? Fand ich sie mit ihrem weißen Rock in dieser Drecksumgebung. Hab ich mich erschrocken. Vielen Dank, Cloud. Sieh mal, der Wall. Einmal wäre ich fast nach draußen gegangen. Hab's am Ende aber doch gelassen. Ist auch viel zu gefährlich. Ich hab gehört, dass die Welt außerhalb von Midgar grün und voller Tiere sein soll. Manchmal frage ich mich, ob ich an so einem Ort überhaupt leben könnte. Vielleicht nicht. Die Slums machen mir nichts aus. Ich lebe sogar gerne hier. In dieser Stadt bin ich zu Hause. Die Leute in den Slums sind so stark. Die lassen sich nicht unterkriegen, obwohl sie allen Grund dazu hätten. Ihr Lebensmut ist richtig ansteckend. Ach ja. Kannst du mal deine wildes Hackfresse aus dem Bild nehmen? Hat mir gerade einer unter einem
Video gepostet, unter dem zweiten Video von warte mal ganz kurz. Da muss ich mal kurz drauf antworten. Solche Menschen liebe ich ja. Achso, ist eh. Ah, okay, ist eh blockiert. Komm, muss ich nachher mal. Muss ich mal drauf antworten. Dieses Mal gehe ich aber vor. Du versuchst sonst nur wieder mich abzuhängen. Schaffst du das auch? Mit Links und Fieber. Sie hat Corona. Siehst du, wozu brauche ich dich eigentlich? Ich gehe einfach vor und lass dich zurück. Krach. Hoppla! Weniger reden, also. Mehr konzentrieren. Dann erzähl du doch zur Abwechslung mal was, Cloud. Lauf du einfach mal weiter? Langweiler. Ich würde jetzt einfach mal einen Schubs geben. Lauf doch einfach mal, Mädchen. Na? Mach mir nicht mehr Arbeit. Ich zuerst! Den weißen Rock. Da müsste doch eigentlich mit Leuten schon total dreckig sein. Schaffst du das? Natürlich. Oh. Hast mich schon wieder gerettet. Alter, das dir wird es echt nicht langweilig. Das erfüllt aber auch jedes Klischee, das Spiel. War das ein Kompliment? Sarkasmus. Gewöhn dich besser dran. Gruppe beigetreten. Wir sind jetzt ganz in der Nähe des Bahnhofs von Sektor 5. Komischerweise tummeln sich hier recht viele Ungeheuer. Na, sieh mal, wer hier wieder einen auf besonders cool macht. Ich kenne mich mit diesen Kreaturen einfach nur aus. Was soll das? Keine Kopf! Jetzt guck doch nicht so selbstgefällig in die Gegend. Was ist das für Dann übernimm. Das kann sie. Kann mit meinen Gegner Gefährten heilen, okay. Jetzt zeig ich euch, was ich kann. Cool. Du kennst dich in den Slums nicht. Sehr cool. Aus, oder? Verglichen mit dir vermutlich nicht. Ich weiß, wo ich trainiere. Lädst du gerade Update runter oder was? Arbeiten und schlafen kann. Mehr gibt es nicht in meiner Welt. Lass bloß nichts am Image kratzen. Ja, 3 Stunden weiß ich noch nicht, ob es 100%ig 3 Stunden sind. Wie gesagt, ich will ja ein bisschen Spiel das noch hier vorankommen. Ein Bahnhof kam aber vorhin in deiner Aufzählung nicht vor. Sehr witzig. Sie ist schon witzig. Wie konnte das nur passieren? Bleiben Sie ruhig. Ich bitte Sie. Hey, was ist denn jetzt? Sei ruhig, nicht so laut. Ganz schön was los. Bestimmt, weil man den Reaktor von hier aus sehen kann. Oh. Er brennt wirklich. Gaffen die? Gaffer! Die
Ich hasse Gaffer. Du wolltest wohl auch wissen, was los ist, was? Wie? Ja, genau. Hey, Klaus, warte da! Dieser Duft, da fühlt man sich gleich mal zu Hause. Ey, du kannst ja die Musik hier sammeln. Jo, bis gleich. Vorbereitung! Fertig. Warum landen die nicht? Formation! Oh, wer ist er denn? Und los! Ist ein Turk. Die geben wohl nicht so schnell auf. Scheint was Wichtiges zu wollen. Von dir oder mir? Wie auch immer. Sie dürfen uns nicht entdecken. Na, dann nehmen wir die Seitenstraßen. Was geht denn mit ihr da hinten? Oh. Da gibt's aber Monster. Ja, dann besiegen wir die Monster. Die sind mir lieber als Shinra. Waffenmodifikation, ich wollte mir nämlich mal gucken, müssen wir mittlerweile. Ne, wir haben auch erst wieder 5. Was ist bei ihr? So, aber wir können bei ihr, glaube ich, noch eine. Genau, wir können bei ihr noch Materia einlegen. Heilen. Gebet, TBU. Gehe den Turks aus dem Weg. Das ist eine von Shinras Müllhalden. Der Ort ist so unheimlich, dass sogar die Slumbewohner einen Bogen drum machen. Perfekte Versteck also. Deshalb muss ich niemals so rein. Genug! Wo kommen diese Wesen wohl bloß her? Sie konzentrieren sich auf den Schwächsten in einer Gruppe. Echt? Dann will ich jetzt nicht in seiner Haut stecken, Cloud. Nur easy, die Teile. Können wir denn da nicht lang? Der Weg führt in eine Sackgasse. Ja, ist egal. Die Bauarbeiten wurden wohl einfach nie beendet. Ich will ja gucken, was es hier gibt.
Kisten gibt's hier. Hier gibt's Kisten. Super, noch irgendwas? Ne. Da hätten sie wenigstens ein paar Gegner noch hier hinpacken können. Ach, guck mal, ein Flugzeug oder was? Nee, eine Rakete. Da auch. Scheint der Raketenmüll zu sein. Was? Wo lang? Da lang. Ach, da lang. Ja. Da lang. Lässt sich nicht öffnen. Vielleicht kaputt? Wenn wir dem Weg folgen, sollten wir drum herum laufen können. Ob man den hier irgendwie bewegen kann? Stimmt. Schieb! Oh, es klappt! Ich mag sie. Ich mag sie. Ich bekomme so langsam ein bisschen Hunger, muss ich sagen. Was sagen wir, machen das Kapitel hier fertig, dann machen wir mal Pause, dann kann ich die Folgen nämlich bearbeiten, online stellen, was essen und dann kommen wir mit dem Rest. Sieh mal, das ist das Zentrum der Slums. Wo? Das ist noch ein gutes Stück. Da. Weil wir einen Umweg gelaufen sind. Bist du etwa müde? Wohl kaum. Ich auch nicht, aber Hunger habe ich. Was ist mit dir, Cloud? Ich auch! Verdirbt wohl nichts die Laune. Sobald wir da sind, gibt's Essen. Keine Zeit, danke. Aber meine Mutter ist eine richtig gute Köchin. Sie will mich also schon ihrer Mutter vorstellen. Leg lieber einen Zahn zu, sonst kannst du nur noch meinen Teller sauber lecken. Okay. Ich würde gern was an... Ne, vergiss es. Gehört hier nicht her. Oh, ein Panzer. Panzer, ich begrüße Sie. Was soll das? Bin ich jetzt drin? Alter. Okay. Okay, die hat Power. Okay. Was gibt's hier? Ich glaube, das wird später noch irgendwie relevant hier. Dann hier auch so Nebenquests machen müssen.
Warte mal. Nicht verwirrt. Sind von hier gekommen? Mann, sind wir von hier gekommen? Okay. Nee, ist von hier aber nicht gekommen. Da ist der Weg. Warte mal gucken, was hier noch gibt. Verschlossen. Oh, da liegt auch wieder so ein goldenes Ding. Ach, das nervt doch. Ich denke mal, dass wir das, dass es die Gebiete nachher noch öffnen. Es bewegt sich! Ja, aber nicht mehr lange. Bring den Fett aus! Wacker. Alles in keinem guten Zustand hier. Was machen wir jetzt? Wir müssen irgendwie auf die andere Seite kommen. Warte mal. Ob man dort oben irgendwie durchkommt? Und mit Mann meine ich dich, Cloud. Das hat jetzt genau was gebracht? Klopf, klopf, jemand zu Hause. Achso, okay, es kann sein, dass wir das rübergeschoben haben, damit er dann da dann. Ah, okay. Geh! Ja, wie gesagt, ich denke, dass wir noch Nebenaufgaben haben, wo sich die Sachen dann aufmachen, ja. Schon wieder ein Panzer. Hier sind wir in Sicherheit. Vertrau mir. Vergiss die Turks nicht. Ach ja. Sie könnten überall plötzlich auftauchen. Bleib wachsam. Gefälschte Nachrichten. Was ist da los? Hey! Nun im Inneren von Makoreaktor. Die stecken doch bestimmt mit Wutei unter einer Decke. Und das, wo nach so langer Zeit endlich wieder Frieden eingekehrt war. Wollen diese Kriminellen etwa einen neuen Krieg anzetteln? Könnt ihr mal die Fresse im Hintergrund halten? Ich will das sehen. Sie sind die Leiterin von Shinras Rüstungsabteilung, richtig? Nun mal doch nicht gleich den Teufel an die Wand. Um eine Stellungnahme bitten wir sicher, oder? Die haben es nur auf die Reaktoren abgesehen. Können Sie unseren Zuschauern nicht kurz berichten? Uns passiert hier nichts. Wie die derzeitige Lage in Makoreaktor 5 ist. Reaktor 5. Wurde vorsorglich abgeschaltet. Die Feuer sind aber bereits unter Kontrolle. Es besteht keine Gefahr, dass sich die Schäden ausbreiten könnten. Seien Sie daher bitte ganz unbesorgt. Wir arbeiten derzeit fieberhaft an der Aufklärung der Ursache. Der Verdacht liegt nahe, dass der gleiche Sprengstoff wie schon in Makoreaktor 1 verwendet wurde. Das hier sind Aufnahmen aus Makoreaktor 1. Die Verdächtigen gehören zu Avalanche. Und sind unseren Berichten zufolge noch immer in Midgar. Doch nach zwei Vorfällen dieser Art in kurzer Folge muss die Frage erlaubt sein, hat der Shinra-Konzern noch alles im Griff?
Was wollen Sie damit sagen? Nichts. Ich... Ich versichere Ihnen, dass uns solche Kleinigkeiten nicht erschüttern können. Hier wird nicht gefilmt! Gehen wir, Cloud. Ob es noch mehr Anschläge geben wird? Wir müssen auf alles vorbereitet sein. Unglaublich, diese Avalanche-Spinner. Wie sollen wir bitte überleben, wenn der Makro-Reaktor ausfällt? Wir müssen uns zur Wehr setzen. Ah, Aris, hab gerade an dich gedacht. Ziemlich was los, hm? Ja, weil die Züge nicht fahren. Hilfst du mir etwas? Tut mir leid, ist gerade etwas schlecht. Das Wichtigste sind die Gewürze. Ganz genau. Ich helfe in dem Laden manchmal aus. Wo müssen wir denn hin? Also mit der Route scheint nicht so ganz zu funktionieren irgendwie. Wenn ich Route hier anklicke. Die Gewürze und Kräuter, die wir verwenden, wachsen in Sektor 5. Das ist das Geheimnis. Mugi, kannst das Klettern mal wieder nicht lassen, hä? Dachte, von hier sehe ich den Reaktor. Wer oben ist er? Wer ist der denn? Das ist Cloud, ein so unhöflich. Momentan beschützt er mich als mein Bodyguard. Das ist Mugi. Ich muss los. Hallo Mugi. Ihr könntet Brüder sein. Naja. Pasa vom Nathal Mafa. Hallo zusammen. Was macht ihr denn hier? Wir haben uns den Reaktor angesehen. Ach übrigens, Aerith, das Fräulein Lehrerin sucht nach dir. Oh, warum wohl? Sie hat gesagt, du sollst zum Helmchenhof kommen. Na gut, wir können ja zusammen hingehen. Weißt du, Cloud, im Helmchenhof werden Kinder großgezogen, die keine Familien mehr haben. Wo bist du gewesen, Aerith? Wieder in der Kirche? Nimm uns doch demnächst einfach mal mit. Ja, lieber nicht. Hallo, Aerith. Siehst gesund wie eh und je aus. Ach, das Kompliment kann ich gleich zurückgeben. Das ist doch meine Begrüßung. Siehst gesund aus wie eh und je. Gesundheit ist das Wichtigste im Leben. Ah, so ist richtig. Danke, dass du neulich die Heilkräuter vorbeigebracht hast. Ach was, jederzeit wieder. Würd ja gerne wissen, wo du die alle gefunden hast. Das ist mein kleines Geheimnis. Und dein Begleiter? Das ist mein Bodyguard. Der bringt mich nach Hause. Sieht ja ziemlich gefährlich aus. Nee, der ist ganz harmlos. Das ist der einzige Arzt hier in den Slums. Ich bringe ihm manchmal Heilkräuter vorbei. Lernen macht mir Spaß. Das hier ist der Helmchenhof. Willkommen zurück. Hallo, ich habe Aerith mitgebracht. Danke, dass du gekommen bist. Ach was, lag eh auf dem Weg. Weißt du... Ich würde dich gern um ein paar Blumen bitten. Kein Problem. Wie viele denn? So viele wie möglich. Bei all den finsteren Nachrichten dieser Tage will ich mit den Kindern wenigstens das Haus etwas schmücken. Oh, toll. Ihr habt es aber gut. Und ihr geht euch jetzt erstmal die Hände waschen. Müssen wir das ganze Dorf jetzt hier oder die ganzen Slums abklappern, mit irgendwelchen Leuten sprechen? Cloud, sag mal, magst du Blumen? Nein. Die sind mir eigentlich ziemlich egal. Dem ist alles egal. Und sowas sagst du zu einer Blumenverkäuferin? Ich lüge halt nicht. Was hast du eigentlich mit der Blume gemacht, die ich dir gegeben habe? Ach, die... Hast sie sicher verschenkt? Hab ich. Aha. Wem? Sag schon. Hab ich vergessen. Ja, klar. Was? Ich glaube, du schwindelst. Ist auch egal. Ich hätte mal dann, wie gesagt, ich denke mal, dass die Gebiete sich dann freischalten. Hier geht's lang.
Am Ende dieses Wegs liegt mein Haus. Du musst unbedingt meine Mutter kennenlernen. Sag ja, sie will uns schon der Mutter vorstellen. Sie will uns. Will mich ihrer Mutter vorstellen. So, das wäre deutsch richtig. Das hier ist mein Zuhause. Passt zu dir. Okay, das passt wirklich zu ihr. Komm rein. Bin wieder da. Na endlich. Root ist vorhin vorbeigekommen. Was ist... Das ist meine Mutter, Elmira. Und das ist Cloud, mein Bodyguard. Wie nett von ihm. Ist nur ein Job. Und hiermit ist er vorbei. Hm? Vielen Dank. Und jetzt? Gehst du zurück nach Sektor 7? Ja. Okay, ich bring dich. Wofür habe ich dich dann überhaupt hergebracht? Was, wenn die Turks wieder auftauchen? Macht gerade so wenig Sinn. Ich bin lästig, aber ich bin dran gewöhnt. Viel besorgter bin ich um dich, Cloud. Du verläufst dich doch bestimmt. Und dann bist du viel zu cool, um jemanden nach dem Weg zu fragen. Was weißt du schon? Mama, ich bringe Cloud mal schnell zurück nach Sektor 7. Eris, warum machst du das nicht lieber morgen? Sonst ist es dunkel, bevor du zurück bist. Ruht euch heute gut aus und geht morgen früh los. Dann habt ihr es bis Mittag geschafft. Stimmt. Machen wir, okay? Warte. Ach ja, der Helmchenhof hat Blumen bestellt, Mama. Bis zum Essen ist ja noch etwas Zeit. Ich nehme Cloud mit. Ich sollte dich nur beschützen. Beschwerst du dich etwa? Und das, obwohl ich so gut bezahle. Das glaubst du nicht, Mama. Nicht. Ich hole einen Korb. Bin gleich zurück. Jetzt müssen wir noch Blumen pflücken gehen. Das Kind hält einen ziemlich auf Trab, was? Terrasse. Schön hell. Blumen. Das Ziel ist aber irgendwo da unten. Bin wieder hier. So, hier. Dann mal los. Diese Synchronisation. Hä? Komm, ich zeig dir meine Blumenbeete. Meinst du, welche sollen wir pflücken? Was fragst du mich? Jetzt stell dich nicht so an. Los, such welche aus. Diesen Körbchen, ey. Okay. So. So eine habe ich dir gegeben. War das so? Scheint dich ja ziemlich beeindruckt zu haben. Ich glaube, wir brauchen noch ein paar Blumen mehr. Was meinst du? Welche nehmen wir? Gute Wahl. So krass, ey, eben noch gegen den übelsten Boss gekämpft und jetzt. Die findet man nur äußerst selten. Pflücken wir Blumen. So viele wie möglich, hat sie gesagt. Sammeln wir noch etwas mehr. Drüben sind auch noch Blumen, oder? Ist das da links? Ne. Das sind genug Blumen. Lass uns zum Helmchenhof gehen.
das Körbchen hält, ey. Trag die Blumen schön vorsichtig. Gibt keinen Grund zur Eile. Doch, ich hab Hunger. Ich sehe bestimmt total bescheuert aus. Stimmt ja. Doch gar nicht. Fährst bestimmt ein paar Sympathiepunkte ein. Was sie mit den Blumen wohl Schönes machen werden? Keine Ahnung. Können ja später mal vorbeischauen. Dann gibt's Musik. Haben wir uns etwa verlaufen? Nein, haben wir nicht. Ich warte hier auf dich. Ah, in Ordnung. Aber das wird sicher langweilig. Geh doch in die Stadt. Ich mag sie. Gut, ich mag die alle. Gruppe verlassen. Streng dich an! Ach, Menno! Ich will darauf klettern! Kommt nicht in Frage. Das ist gefährlich. Ich lerne das Alphabet, weil ich Bücher lesen will. Na, hier kann man doch irgendwo, glaube ich. Warum muss der Tag so viele Stunden haben? Ohne die Platte und die Reaktoren würde in Midgard doch rein gar nichts laufen. Das sind meist die, die Corneo mit seinen Versprechen. Hier in diesem Gebäude trifft sich die Bürgerversammlung. Wirklich? Das ist der Lee. So. Was soll man denn jetzt machen? Aufträge. Gescheitert. Verschwundene Freunde gescheitert, ja. Ich weiß nicht, was wir hier so machen sollen. Wir sollen wahrscheinlich die Stadt uns hier angucken. Hey, du siehst ziemlich stark aus. Ja, ich weiß, danke. Was ist los? Dich kenne ich doch. Wo ist Eris? Im Helmchenhof. Sehr unhöflich. Sehr, sehr unhöflich. Ist was passiert? Ja, da wo die Kinder spielen, gab es einen Zwischenfall. Ein Mann in schwarzen Klamotten hat uns Angst gemacht. Zwei meiner Freunde sind weggelaufen. Ein Turk? Nein, sieht nicht so aus. Der wohnt hier in den Slums, hat immer so einen alten Umhang um. Ich glaube, er ist krank. Oh, und auf seinem Arm ist so, so einen kennen wir doch. Die armen Kinder. Ich sehe mir das mal an. Ich komme mit. Habt ihr so eine Vorahnung? Sein kennen wir doch. Okay. Aus unseren Apartments. Hier lang. Lernen macht mir Spaß. Hüpf höher! Bitte! Auf keinen Fall! Mal gucken. Es haut irgendwie mit der Spielzeit nicht hin. Es kann nicht sein, dass ich jetzt erst eine Stunde und 42 Minuten mehr habe als vorhin. Oh, guck mal, hier ist er schon wieder. Hallo Cloud! Du scheinst sehr beschäftigt zu sein. Dennoch möchte ich dich um deine Hilfe bitten. Cloud unterstützt mich netterweise bei meiner Forschungsarbeit. Das klingt spannend. Darf ich mitmachen? Lass mich kurz deine Daten abgleichen. Nanu... Das ist ja merkwürdig. Über dich sind gar keine Daten verfügbar. Wovon redest du? Ein Fehler bei der Datenübertragung? Sei's drum. Wenn du zu Cloud gehörst, bist du herzlich willkommen. Die Strumpfhalter. ATB-Boot.
Cloud, ich habe eine neue Hypothese. Und ich hoffe, du kannst mir helfen, die notwendigen Daten dafür zu sammeln. Cloud, ich habe großartige Neuigkeiten. Ich habe eine Hypothese zur Synthese von Beschwörermateria aufgestellt. Das ist nie dagewesen. Es würde die bisherige Annahme widerlegen, dass Beschwörermateria nur in der Natur entstehen können. Wirst du mir bei der Verifizierung meiner Hypothese helfen? Wir benutzen dafür einen portablen Simulator, mit dem du virtuell gegen Esper kämpfst und sie dir zu eigen machst. Ich stelle fest, dass du dich wunderst, wie man gegen Daten kämpfen soll. Ja, sie haben eine neue Funktion, VR-Missionen. Okay. Sag mir Bescheid, wenn du bereit bist. Was mache ich heute mit Abendessen? Meine Materia-Sammlung ist echt schnieke. Sieh dich mal um. Gut, fast. Ja. Nichts dabei, was mich interessiert. Schau wieder mal rein. Ich bin dir jedes Mal sehr dankbar für deine Unterstützung. Ich konnte wieder neue Materia entwickeln. Die A-Mission? Na komm, machen wir mal. Jetzt lege bitte deinen portablen Kampfsimulator an. Gute HTC Valve. Ja, man sehen die VR-Brillen wirklich mal so aus. Nicht mal diese Klotzdinger, sondern es sitzt einfach nur so eine Brille auf. Hallo! Die ist fast leer. Komm, Ifrit. Komm. Ah, schöner Wisch. Das darf das jetzt immer gewesen sein. Wollte ich sagen. Shiva besiegt. Das war hervorragend. Die Synthese der Shiva-Materia ist abgeschlossen. Hier, bitte. Die Materia gehört nun dir. Yay. Das kühle Lächeln der Eiskönigin passt ausgezeichnet zu dir, Cloud.
Bewahre die Materia bis zu deinem Sieg über Shinra gut auf. Mal kaufen. Ich freue mich auf weitere Daten zu meinen Kampfberichten. Kampfberichte 4 von 9. Okay. Ja gut, Ausrüstung, Materia. Warte mal, Materia. Schieber. Eisenreif, Titanreif. Okay. Läuft. Jetzt redet Opa auf einmal um den Weg vom Mangoreaktor. Der Direktor sollte im Fernsehen eine Sprache halten. Entschuldigung. Die Kinder ihr Geheimversteck. Erwachsene haben. Wollt noch was klären vorher. Aber ist ja ein Notfall. Ich habe Aerith mitgebracht. Ihr braucht keine Angst zu haben. Wir werden euch helfen. Und was ist mit den Monstern? Das wird schon. Cloud ist nämlich unheimlich. Das wird schon. Ich war mal bei Soldat. Wo ist der Mann hin? Keine Ahnung. War plötzlich weg. Die Kinder sind jetzt ja wohl wichtiger. Hier lang. Hier sind sie rausgelaufen. Seid vorsichtig. Sind wir immer. Wo sie wohl hingelaufen sind? Kinder sind unberechenbar. Wir drehen am besten jeden Stein um. Ist gut. Beeilen wir uns. Monster, ich begrüße Sie. Wagt es. Einmal. Los! Bin hier und nicht weiter. Magie? Nee. Au! Ach so, ich muss das mit der Analyse aus. Schussen, deswegen habe ich das im Moment nicht drin. Ich wollte eigentlich das mit der Analyse weitermachen. Da Analyse. Ah, dort drüben. Erregt keine Aufmerksamkeit. Hallo, hier sind wir. Also wir dürfen keine Aufmerksamkeit erregen. Hallo, ich hab so Hunger. Ja, aber ich würde mal sagen, wir machen mal hier mal Pause. Ich werde mal was essen, werde die Folgen bearbeiten, dann machen wir an der Stelle dann nachher weiter. Warte, wir können ja speichern. Können wir an der Stelle dann weitermachen. Cookie, ich hoffe, wir sehen uns ja wieder. Ich habe nämlich echt Hunger, habe heute noch nichts gegessen. Also, bis später, ciao.